So, Jung Naiv Extra zur Folge 98. Ihr habt Fragen, ihr hattet die Möglichkeit, Fragen an Hans Hütt zu stellen zu dem Koalitionsvertrag und die Sprache im Wahlkampf. Und die erste Frage kam aus von YouTube. Portable Bart fragt, ist der Koalitionsvertrag verfassungswidrig? Also gerade in Bezug auf den Teil, in dem die Abgeordneten dazu verpflichtet sind, einheitlich abzustimmen. Das hatten wir gerade schon in der Folge. Was meinst du dazu? Ist der Koalitionsvertrag verfassungswidrig? Also ein Koalitionsvertrag hat nicht den Charakter einer Parlamentsentscheidung, hat nicht den Charakter einer Regierungsentscheidung, also ist mit anderen Worten weder Gesetz noch Verordnung. Und das heißt, er ist eine Vereinbarung zwischen zwei beziehungsweise drei politischen Parteien und die sind genauso, soweit sie nicht gegen Gesetze verstoßen, frei, was immer sie lustig sind, zu beschließen, wie jeder andere Teilnehmer im Rechtsverkehr. Und das ist die Vertragsfreiheit. Das ist die Vertragsfreiheit. Also wir könnten auch einen Koalitionsvertrag machen. Ja, genau. Oder ich gehe jetzt in die Opposition. Ja. So. Gut, dann will auch von YouTube da Aalgeier wissen, an Hans Hütt, ist es nicht so, dass die Sprache in Gesetzestexten für jeden verständlich sein muss? Und warum ist das nicht mehr so? Und warum wird das nicht auch in den Koalitionsverträgen so gehandhabt? Naja, also so ein Dokument wie der Koalitionsvertrag, das ist ein fast unlesbares Dokument. Also ich habe gestern zwar nicht 9 oder 12 Stunden, sondern ungefähr 3 Stunden gebraucht, um die für mich wichtigen Stellen zu lesen. Und das ist also ganz erstaunlich, zu welcher Schraubenprosa Sie da finden. Aber Beamtendeutsch, oder? Es ist Expertenchinesisch in vielen Stellen. Noch schlimmer. Und, ja, also die Bundesverkehrswegeplanung, um nur einen Begriff, oder die morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich. Mit anderen Worten, ja, genau das. MRSA steht dann als Abkürzung im Koalitionsvertrag dahinter. Das kennen dann nur noch Experten des Sozialgesetzbuches 5, das für die gesetzliche Krankenversicherung zuständig ist. Aber also die Frage ist erstens berechtigt, zweitens ermöglicht diese Frage einen kleinen Hinweis auf Heinrich VI. Von William Shakespeare. Da gibt es eine Stelle, wo man sagt, first kill all the lawyers. Also erst tötet alle Anwälte und das ist erst dann möglich. Sagen wir erstmal so, Gesetzestexte, ich stimme der Frage zu, sollen verständlich formuliert werden. Anwälte leben davon, dass sie nicht verständlich formuliert sind. Und wie viele Anwälte sind denn so im Bundestag? Ein erheblicher Anteil. An Abgeordneten? So ist es. Juristen sind leider immer noch gegenüber Politikwissenschaftlern in der Mehrheit. Ist das gut? Finde ich nicht. War das schon immer so? Das war schon in Deutschland schon immer so. Dass Anwälte und Juristen sehr viel mehr vertreten waren, als sie eigentlich in der Bevölkerung repräsentieren. Nicht zu vergessen die Beamten. Die Beamten auch? Ja. Ist Frank-Walter Steinmeier nicht ein Dauerbeamter? Er ist ein Berufsbeamter. Er fing seine Karriere in der Niedersächsischen Staatskanzlei an, vorher als wissenschaftlicher Assistent an der Uni Gießen. Und er war eigentlich immer im öffentlichen Dienst. Schön. So, nächste Frage. Dann wieder YouTube. Turbo Bratscher will von Hans Hütt wissen. Lothar Dombrowski alias Georg Schramm sagt über Politsprech, wenn Sie diesen Satz verstanden haben, dann hat er seinen Zweck verfehlt. Gilt das auch für den Koalitionsvertrag? Er hat seinen Zweck verfehlt, noch ehe irgendein Satz verstanden werden muss. Der Koalitionsvertrag? Ja. Warum? Also ich würde sagen, das ist jetzt Dombrowski hoch 10. Weil die Absichten, die darin bekundet werden, über den Tag der Wahl der Bundeskanzlerin hinaus kaum Bestand haben. Denn die tatsächliche Politik wird sich um andere Fragen als das Kleingedruckte dieses Vertrages kümmern. Warum tun die Medien denn immer gerade so, als ob das so wichtig ist und so weiter? Ja, weil in den Medien im Moment gerade gewissermaßen die Rechenmaschinen laufen, was kostet wie viel und was hat das für Folgen für die Steuersätze, also mit anderen Worten, da werden die Interessen derjenigen, die einen wichtigen Anteil zum Steueraufkommen der Bundeslandesregierung leisten, vornehmlich vertreten. Und ich würde mal sagen, das ist zwar auch wichtig, aber
Es wäre nur dann wichtig, wenn tatsächlich 1:1 umgesetzt würde, was in dem Vertrag steht. Davon können wir getrost nicht ausgehen. Wie war das beim schwarz-gelben Koalitionsvertrag? Wurde da alles 1:1 umgesetzt? Naja, die FDP, die ist ja damals wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also über Nacht und nicht nach 9 Monaten. Und sie hat außer der Hotelsubvention für die Möwenpickern, für die Hotelbesitzer nicht viel rausgeholt, weil sie einfach nicht erkannt hatte, dass inmitten der größten Wirtschafts- und Finanzkrise die Idee, das Steueraufkommen zu verringern, dafür gab es gar keine Geschäftsgrundlage. Die hat einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die FDP hatte sich vor der Realität 2009 komplett verabschiedet und ist erst heute mit ihrem Verlust in der Realität angekommen. Vorletzte Frage kommt von @textautomat, Anitota. Komischer Name. Wie viel tatsächliches Tun steckt in der Formulierung, wir werden uns dafür einsetzen, dass? Ja, nicht. Dann Christian Fahrenbach möchte wissen, kennst du, ob du diese Uni-Studie kennst aus der Uni Hohenheim, also dieses sprachliche Verständnis des Koalitionsvertrages, also da ist das Ergebnis, dass das sprachlich noch unverständlicher sein soll als eine politische Doktorarbeit. Das ist wohl wahr. Man könnte sagen, dieser Koalitionsvertrag ist krypto-chinesisch, also absolut unverständlich. Brauche ich Jacob Applebaum, oder was? Du brauchst einen reinen Toren, also so wie den berühmten Herrn Barsi-Fall, der diesen Text in der natürlichsten Unschuld der Welt zu lesen versucht und daran scheitert und sich ständig den Kopf gegen die Mauer schlägt und sagt, was heißt das bloß, ich weiß es nicht. Sollte ich vielleicht mal machen. Mach mal. Gut, das war's auch schon. Danke für eure Fragen. Wenn ihr Kommentare an Hans habt, packt sie auf Twitter. Du hast auch einen Blog. Ja, genau, hans-hütt.de. Und du hast noch einen. wieesaussieht.de mit Frank Löberding und Daniel Krüger zusammen. Also wenn ihr noch weitere Fragen habt, einfach an Hans. Ciao, ciao.